Heute habe ich für euch die Stimulation Pro X Prime zweite Generation, die Nummer 2. Vorher hieß sie Prime Pro X, jetzt heißt sie Pro X Prime 2. Ich hoffe, dass ich mir das merke, dass das jetzt umgedreht wurde. Warum wurde das über uns umgedreht? Damit das ein besseres Namensmuster bildet. Stimulation Pro X 2, Stimulation Pro X Mini und jetzt Stimulation Pro X Prime in der zweiten Generation. Die habe ich heute für euch zum Vorstellen. Ein neues Modell aus dem Hause Stimulation, wo es natürlich wieder einen Code von mir gibt. Denkt sehr, sehr gerne an meinen Gutscheincode Dylet, dann gibt es kostenfrei etwas dazu, meine Freunde. Ich glaube, aktuell gibt es ein Edelstein-Mundstück und Silikonschlauch dazu, wenn ihr bestellt, also im Wert von 40 Euro. Denkt an den Gutscheincode Dylet beim Bestellen der Pro X Prime, die übrigens auch jetzt erschienen ist. Genau jetzt, also wenn ihr das Video seht, ist sie in dem Sinne schon erschienen. Fangen wir jetzt mal direkt mit den Fakten an, der Pro X Prime 2. Und zwar, sie kommt in diesem wunderschönen Karton geliefert, der jetzt auch wunderschön designt ist. Vorher waren die immer einfach nur weiß. Hier hat man einen schön designten Karton, wo am Rand auch ein QR-Code draufsteht, den man auch abscannen kann. Und ja, Aufbau, sehr, sehr einfach, muss ich sagen. Wie immer, ist typisch bei Stimulation-Pfeifen, außer es geht um zum Beispiel den X-Blow-Off, aber dazu kommen wir später. Ich muss aber sagen, man kann noch ein bisschen das Verpackungsmaterial für das Innenleben, könnte noch ein bisschen geiler sein, wie es geliefert wird, aber schon mal sehr geil, dass der Karton von außen sehr, sehr schön geworden ist, beziehungsweise mal ein schönes Design trägt. Die Stimulation Pro X Prime 2 hat eine Höhe von 47 cm und ein Gewicht von ungefähr ca. 3,5 Kilo. Es gibt sie in insgesamt 7 verschiedenen Farben. Clear, Black Matte, White Matte, Petrol Grün, Atlantic Blue und Graphit. Die letzte Farbe ist Crystal, die ist natürlich wieder mit einem kleinen Aufpreis verbunden. Da hat man hier unten an der Bowl so schöne Cuts noch drin, in der Crystal Bowl. Die gab es bei der Mini nicht, gibt es aber bei der Prime gibt es wieder die Crystal Bowl. Weitere Fakten zu der Pro X Prime. Natürlich haben wir wieder die bekannten Stimulation-Funktionen. Ich würde sagen, wir fangen von oben nach unten an. Wir haben oben einen 18/8er Schliff. Anschluss, wo man einen Molarfänger drin verwenden können. Dann haben wir, das Ganze ist natürlich aus Edelstahl, die ganze Pfeife. Hier haben wir so eine kleine Einkerbung, wie wir es mittlerweile von der Pro X Serie kennen, also von dem Topmodell, von dem Vieranschlussmodell, haben wir auch so eine kleine Einkerbung drin, wo jetzt drin steht Pro X Prime. Darunter haben wir dann das Blow-Off-System. Standardmäßig kommt sie mit einem Blow-Off nach oben, ist aber X-Blow-Off kompatibel. Man kann ja auch den X-Blow-Off sich dazu holen. Dann das Ganze natürlich wieder 360 Grad drehbar, wieder wunderschön von Stimulation. Man kann sie einfach, während sie steht, kann man sie 360 Grad drehen, wenn man zum Beispiel den Schlauch weitergeben möchte. Wir haben einen Schlauchanschluss, 18/8er Schliff, den können wir auch natürlich rausnehmen. Dann hat sich am verstellbaren Durchzug etwas getan. Erstens ist der Durchzug bei der Pfeife noch offener. Stimulation sagt 25% besserer Durchzug. Und dazu, wenn wir hier reinschauen, ich vergleiche das mal mit dem Vorgänger. Bei dem Vorgängermodell haben wir so zwei Löcher gehabt, links und rechts, und die drehte man zu. Jetzt hat man das Loch unten. Das heißt, wenn man zieht und die Suppe mitzieht, kriegt man nicht mehr so leicht Wasser an den Schlauch, beziehungsweise das kann einfacher zurücklaufen und da sammelt sich keine Feuchtigkeit mehr an. Sehr geil mitgedacht, muss ich sagen. Kann ich sehr, sehr gerne mal zeigen, wie das ungefähr aussehen würde. Aber das Wasser sammelt sich an der Stelle nicht mehr. Natürlich können wir jetzt auch den Durchzug wieder komplett schließen. So wie wir ihn einstellen möchten, können wir an dem Ding drehen und den Durchzug verstellen. Dann natürlich wieder das Ding-Click 360-System beinhaltet nicht nur das Drehen, sondern auch das einfache Öffnen, einfach runterziehen und die Pfeife rausziehen. Man muss nichts drehen, man muss nichts irgendwie da groß bewegen, sondern einfach rausziehen. Unten haben wir dann einen Diffuser bzw. die Dip Tube Control, die wir von der Pro X 2 kennen und natürlich auch von der Pro X 1, die wir einfach per Stufen einstellen können. Können wir hier einfach einstellen, wie tief soll in dem Sinne der Diffuser im Wasser hängen. Finde ich sehr, sehr geil, dass das mit dazugekommen ist. Das gab es bei der davor nicht. Wir können natürlich das Ganze auch umdrehen und auch ohne Diffuser rauchen und auch mit sehr tiefen Diffuser rauchen. Da hat Stimulation was gespoilert. Da kommt irgendwann mal was noch für raus, was dafür Verwendung hat. Aber wir können das Ganze auch ohne Diffuser rauchen einfach umdrehen. Und fertig. Sehr, sehr geil, dass das mit dazugekommen ist. Aber natürlich ist die Base auch Cooling Diffuser tauglich. Wir können uns natürlich auch den Cooling Diffuser dazu holen. Und dann können wir den natürlich auch per Stufen einstellen. Was macht der Cooling Diffuser nochmal? Kopf kühlen. Man hat einen integrierten Molassefänger und noch etwas leichteren und ruhigeren Durchzug. Beziehungsweise die Pfeife wird dadurch noch etwas ruhiger. Also Cooling Diffuser auch kompatibel. Unten haben wir dann das klassische Stimulation Bowl Design. Etwas größer als die Pro X Mini, aber etwas kleiner als die Pro X 2. Wieder das klassische Design, da haben wir es schon gesagt. 7 Farben haben wir dort an der Zahl. Ein Punkt, den ich bei Stimulation eigentlich nie nennen muss. Ich nenne ihn bloß, weil ich noch was dazu sagen kann. Qualität. Qualität
Also keine scharfe Kante, nichts scharf kann ich, das fasst sich so schön geschmeidig alles an. Es ist wirklich super. Also die Qualität bei Stimulation wirklich, es ist ein Traum wirklich. Natürlich hat sie auch ihren gewissen Preis, aber dafür bekommt man auch wirklich Qualität zu seinem Preis. Und das finde ich wirklich super. Was ich noch als Fact dazu nennen kann, das hat Stimulation uns genannt, und zwar ist der V2A Edelstahlpreis jetzt über die letzte Zeit, ich muss jetzt nicht sagen warum, also man kann sich vorstellen, was auf der Welt derzeit los ist und auch in den letzten Jahren los war, der ist um 121% gestiegen. ProX Prime 2 jedoch nur um 3,5%. Das heißt, obwohl der Edelstahlpreis so hart gestiegen ist, hat man versucht, Arbeitsabläufe so zu optimieren, dass man jetzt nicht einen exponentiellen Anstieg des Preises hat, sondern nur einen kleinen Preisanstieg. Sie hat natürlich auch mehr Funktionen, das muss man natürlich dazu sagen. Die Dip-Tube-Control gab es bei der alten nicht. Der Anschluss wurde verbessert bzw. überarbeitet. So, das gab es bei der alten natürlich auch nicht. Und sie ist natürlich auch noch X-Blower-fähig, so, und diese ganzen Funktionen. Deswegen, nur dass ich es mal so gehört habe, Edelstahlpreis um 121% angestiegen. Ansonsten würde ich sagen, haben wir eigentlich alles schon gesagt zur Pro X Prime und kommen eigentlich mal zum Rauchen. Zum X-Blower kann ich gleich noch was sagen, dass es da auch mehr Farben gibt. Jetzt habe ich es schon gespoilert, aber auf jeden Fall habe ich das, glaube ich, schon alles jetzt mittlerweile zugesagt. Und ich würde sagen, wir bauen uns einen Kopf, lassen Wasser ein und rauchen mit der Pfeife mal. So, da sind wir zurück mit der Pro X Prime, zweite Generation, mit dem KS Player AO 912 HMD und 3 Cocobration Kohlen. Und jetzt testen wir mal den Durchzug bzw. den Anzug. Mundstück ist übrigens das Stimulation Carbon Mundstück. Hier steht unten Stimulation drauf. So, testen wir mal den Durchzug und den Anzug. Also man merkt wirklich, dass der Anzug gesteigert wurde sogar. Das geht so flott und so direkt los. Wahnsinn. Und vom Durchzug? Wahnsinn. Also man merkt wirklich, dass der Durchzug leichter geworden ist. Und ich habe vor allen Dingen auf der kleinsten Diffuserstufe gerade zu stellen. Also den Diffuser so weit rausgezogen, dass wirklich einmal diese Diffuserreihe rausguckt. Eine Stufe in dem Sinne. Und ich würde fast sagen, wenn eins das schwerste ist und 10 das leichteste, boah, sind wir hier bei einer 8 bis 8,5. Ich finde die schon übertrieben, also leicht vom Durchzug. Man merkt zwar ein bisschen das Wasser blubbern, was ich aber nicht schlimm finde. Man hat mal ein kleines bisschen Sound bei der Pfeife, aber das ist so leicht. Wie leicht sollen das noch werden mit Cooling-Diffuser? Das muss ja noch leichter werden, weil ja der Diffuser noch viel größer ist. Aber wirklich sehr schön angenehm zu ziehen. Du kannst gar nicht so lang ziehen, weil die Lunge schon komplett voll mit Rauch ist. Wirklich super schöner Durchzug, muss ich sagen. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Gefällt mir sogar besser als bei der ersten Prime. Muss ich sogar ehrlich sagen, finde ich noch einen Ticken geiler. Mit Cooling Diffuser habe ich sie noch gar nicht so oft geraucht. Das muss ich ehrlich sagen. Dann natürlich, wie sieht es aus mit Blow-Off und Closed-Chamber-System? Wir haben jetzt auch gut Rauch in der Bowl. Alter Rauch ist natürlich komplett entleerbar. Wir können den alten Rauch komplett auspusten. Das ist kein Problem. Und der erste Blow-Off der Pfeife bzw. der Stimulation Pro X Prime ist einmal gerade nach oben. Plus 15 weitere. Und die machen das X-Blow-Off-System, welches hier natürlich auch kompatibel ist, wo man jetzt auch natürlich dazu sagen muss, das wird jetzt schwierig zu erklären. Und zwar, wenn ihr eine Pro X Mini habt, könnt ihr das Sleeve von der Pro X Mini ohne das Verlängerungsstück für die Rauchsäule an der Pro X Prime benutzen. Des Weiteren, wenn ihr eine Pro X 2 habt, könnt ihr, wenn ihr euch eine Pro X Prime holt, da braucht ihr das Verlängerungsstück, wenn ihr das Pro X Prime Blow-Off-System holt mit dem Sleeve, könnt ihr das Sleeve von der Pro X Prime, zweite Generation, auf der Stimulation Pro X 2 nutzen. Auf der Stimulation Pro X 2 ohne Verlängerung. Also die Sleeves sind aufwärtskompatibel, aber nicht abwärtskompatibel. Abwärtskompatibel bräuchte man immer diese Verlängerungsstücke halt mehr, aber sie sind auf jeden Fall aufwärtskompatibel. Man muss natürlich dazu sagen, es sieht dann nicht perfekt aus, wie es gedacht ist, weil das von der Pro X Mini ist ein Stück kürzer, das Sleeve, und normalerweise soll hier ein etwas längeres mit Verlängerung ran. Man nutzt es denn in dem Sinne, wenn man eine Pro X Mini hat, mit dem X-Blow-Off braucht man hier keine Verlängerung, und wenn man hier das hat, braucht man auf der Pro X 2 keine Verlängerung. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine, aber wenn man sich das X-Blow-Off einfach nur eine Pro X Prime zweite Generation holt mit X-Blow-Off-System, dann sieht das Ganze so aus.
Das sind die 15, in Anführungszeichen 16 weiteren. Der 16. geht ja nicht, also einer dazwischen, den ihr gesehen habt, der geht ja nicht, weil da beide zu sind. Übrigens haben wir hier 4 Sleeve-Farben von dem X-Blow-Off-System zu stehen. Einmal ganz normal Carbon-Schwarz mit Goldflakes, dann einmal ein Epoxy-Weiß und Epoxy-Grün. Es gibt aber noch 3 weitere Farben. Preislich liegt das Ganze passend für die Pro X Prime bei 51,90 für die Carbon-Sleeves, für die Epoxy-Sleeves bei 56,90. Die Epoxy-Sleeves einzeln, wenn man sich noch eins nachkaufen will, 31,90 und die Carbon-Sleeve 26,90 einzeln. Die Simulation Advanced Airflow Control bin ich noch nicht drauf eingegangen. Die kann man natürlich beim Zug verstellen. Das heißt, man kann auch zumachen beim Ziehen. Man kann hier in dem Sinne den Durchzug beim Rauchen verstellen. Das kann man auch einfach abschließen, indem man das Ganze... einmal dreht. Guck mal, wie wenig Rauch daraus kommt, obwohl ich gezogen habe wie ein Pferd. Also das Ganze kann man natürlich auch abschließen, um hier den Durchzug einzustellen beim Rauchen. Jetzt das Ganze verkehrt herum. Das ist beim Rauchen einstellbar stufenlos. Ich habe jetzt den Diffuser einmal komplett abgemacht, das Rohr, habe das einmal umgedreht und dran gemacht. So rauchen wir jetzt in dem Sinne ohne Diffuser. Mit gleichem Wasserstand einfach mal, wie sich die ganze vom Sound jetzt anhört, ohne Diffuser. Da hat man den Sound etwas roher, was ich geil finde. So hat man so ein schönes Blubbern, wie von einer, schon fast Tradi-ähnlich, beziehungsweise von einer Pfeife ohne Diffuser. Gibt es ja auch einige auf dem Markt und finde ich, hat man denn hier auch. Und das auf einer Simulation. Wild der Sound, wirklich sehr, sehr wild. Nicht für nachts, aber nein, so laut ist es nicht, aber man hat so ein schönes rohes Blubbern und man merkt noch ein bisschen mehr. Sehr, sehr geil, dass das mit dazu ist. Am Ende kommen wir noch zum Preis und der liegt bei 289 Euro für die Farben Clear, Weiß, Schwarz, Petrolgrün, Atlantic Blau und Graphit, außer die Crystal-Variante, die kostet 309,90 Euro. Zu allen drei Modellen von Stimulation. Für wen ist denn nun welches Modell perfekt? Wer auf den verstellbaren Torverzicht verzichten kann, sowie auf den verstellbaren Durchzug am Anschluss, für den ist die Mini was. Wer eine Einschlussanpfeife will, aber mit den Funktionen, für den ist die Pro X Prime 2 was. Wer eine Vierschlossanpfeife will, mit den Funktionen, für den ist die Pro X 2 was. Das mal so grob gesagt, für wen welche Simulation in dem Sinne geeignet ist. X-Blow-Off sind sie alle kompatibel, Cooling Diffuser sind sie alle kompatibel und das finde ich wirklich geil, dass du wirklich einfach jetzt irgendwie alles einfach mal mit jedem aktuellen Simulation-Modell verfügbar ist, dass man da so eine Schiene fährt, dass keine Abstriche machen muss im Zubehör. Alleine der Cooling Diffuser ist, finde ich, ein Must-Have fast, weil das nochmal den Durchzug leichter macht. Du kannst den Kopf kühlen, du hast einen integrierten Molassefänger. Mein, wirklich, wenn ich die Pro X Mini rauche, dann immer damit. Und ich denke mal, so wird es auch bei der Pro X Prime sein. Zweite Generation. Weil ich halt einen Cooling Diffuser habe. Das alles mal zu der Welt von Simulation, beziehungsweise zu der Pro X Prime 2. Ich hoffe, sie gefällt euch, meine Freunde. Lasst mir das gerne oder zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn euch das Video gefallen hat, auch die neue Hintergrundansicht, ist das erste Video, was ich da übrigens mit drehe. Übrigens, Fun Fact, ich sitze der Ansicht, also eigentlich die alte Ansicht war da drüben, auf der anderen Seite vom Raum. Jetzt sitze ich auf der anderen Seite. Sieht aber genauso aus. Bloß, dass das Rauchphase weg ist, ne? Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen, Freunde. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Denkt sehr, sehr gerne an den Gutscheincode Dölet. Da kriegt ihr noch kostenfrei was dazu zu der Bestellung. Ein Edelstahl-Mundstück mit Silikonschlauch. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Daumen nach oben. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ich wünsche guten Rauch.